Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge WoW mit dem lieben Marito. Hallo, spring nicht so, da bekomme ich Nackenschmerzen, Doch, Tamesis. doch, ich hab, Hallo. ich muss hüpfen vor lauter Freude, denn weißt du was? Ja. Wir können uns heute ein Reittier holen. Hui. Aber jetzt mag ich zuerst schauen, was haben wir hier? Auferstehung. Bringt einen Oh mein toten Verbündeten mit. Gott. Ernsthaft? Ja, 35 Gesundheit Ernsthaft? und Mana ins Leben zurück. Was? Ernsthaft? Ja. Ich will ein Tier reiten Ja, dürfen. dann mach mal Endlich. deinen Ruhestein. Klick auf deinen Ruhestein, der ist in deiner Tasche drin, mit der rechten Maustaste wohlgemerkt. Er wird uns zurückporten ins Gasthaus zur Höhle des Löwen. Vroom. Stacy. Und dann können wir von draußen nämlich rüberfliegen jetzt ins Holzfällerlager, wo wir reiten lernen können. Da, 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 da. Du erinnerst dich an unser Greifensystem-Meisterflugdingens? Geht's? Ja, 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 Einfach da ja. reinzoomen und dann rechts der Wegpunkt Holzfällerlager des Osttals. Mögen eure Reisen sich. Holzfällerlager des Osttals. Und wir fliegen. Und wir fliegen, 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 fliegen im Zauseschritt. Bring die Tamesis mit auf von meinen Himmelsritt. Und die Kühe, 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 Kühe sind sicher, weil auf dem Flugzeug kann sie nicht schießen. Flugzeug. Greifen. Flugtier. Ein Flugtier ist doch auch ein Flugzeug, ja? Alles ist ein Zeug. Gras ist Alles ist Zeug, ein Zeug. Blumen sind Zeug, Tiere sind Zeug, Menschen sind Zeug, Zeug ist Zeug, Flugzeug. Mann! Es ist eine Sache der Okay. Definition. Ja. Es ist alles Zeug. Das ist guter Zeug. Und da kommen sie, Tami! So, schau mal hier. Jetzt kann man hier zum Reitlehrer gehen. La la la, la la la, Ich habe ich mich wieder in die falsche Richtung hüpfe, gedreht gehabt. hüpfe. Und hier ist Randall Weidmann, der Reitlehrer. Was kann ich für euch tun? Vergesst nicht, euer Reittier zu kaufen, während ihr hier seid. Ihr könnt Katie Weidemann hier im Lager finden. Seid vorsichtig. Das Licht sei mit euch. Draufklicken, erlernen. Aufsatteln. Für die Allianz. Was? Ich kann nicht erlernen. Benötigt Stufe 10. Ich bin noch keine Stufe 10. Oder was? Nee, du bist nur Stufe 9. Komm, lass uns hier schnell ein paar Beeren rupfen, bis du 10 bist. Oh mein Ja, Gott. du siehst Denkt man schon, ganz warum kann unten, ich da nichts klicken? du siehst ja ganz unten deine Erfahrungsleiste. Ganz unten Ach, unter da habe ich deinen noch Fertigkeiten. zwei. Zwei Balken. Ja. Okay. Hier ist halt gerade nichts zum Rupfen, ne? Oh Oh. Mann, Tami, es ist so, Mann, Tami, es ist. Bin so lost. So lostige lost. Lost in Translation. Lost in WoW. Oh ja. So. Vorsicht, das ist eine Kuh. Ja, ich hab die Kuh gesehen. Oh, der jault sogar. Ein Jauler. Ja. Rechts, nee. Wo gehst du hin? Ich nehme einfach Ah, da. wieder, was dahin tun. Wie viel fehlt dir denn noch? ja, es bringt nicht viel, ne? 30 EP jedes Mal ist jetzt nicht so knorke. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel du gesamt brauchst. Wenn du nur 100 brauchst, sind 30 viel, ne? Ah, ja, ich brauche 7275 und ich habe 6686. Das rechnest du jetzt im Kopf schnell aus. Es ist viel zu viel. 400. 600. 6.800 hast du und 7.200 brauchst du. 6600 hatte ich und Ach, ich habe 7200 brauche ich. 800 verstanden, Entschuldigung. Das haben wir eh gleich. Hast du irgendeine Quest nicht abgegeben? Bringt Mabel. Warum ist das bei mir noch offen?
Unsichtbarkeitsschnaps. Weil du den nicht abgegeben hast, sonst wärst du auch Level 10. Wie ist das denn passiert, sag mal? Ja, ich weiß es nicht. Das ist unglaublich. Es ist ja... Das muss ich mir in der letzten Aufnahme noch das mal angucken, muss was ein ich da wieder verschüsselt habe. Ja, natürlich. Also es kann nicht an mir liegen. Nein. Vorsicht, Kuh vorne ganz rechts. Klar. Er zieht's durch, ne? Leute, er zieht's durch. Ich finde keine Möpse hier mehr. Da ist ein Murloc und viele mehr. Ach ja. Ein bisschen grinden gehört immer zu jedem guten MMO dazu, ne? Ist das so? Ja, leider ist das wirklich fast in jedem MMO so. Die Frage ist immer, wozu man grindet. Ja. Na, da, da, da. Ist ein Ziel in Sicht. Ja. Sehr ich schön. Brauche nur noch knapp 300. Die Hälfte haben wir schon. Ja, greif's doch an, du olle Trutsch. Kann dieses Ziel nicht angreifen? Trutschi. Die Trude. Ja. Ist doch wahr. So. Greif es doch an. Mann! Mann! Das ist eigentlich so das Einzige, was mich tatsächlich richtig stört, ist dieses Gegnersuchungsbindungssystem hier. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Das mit dem Gegner anvisieren. Ja, drück einfach Tabulator-Taste. Ja, und dann erwische ich wieder eine Kuh aus Versehen. Ja, du musst ja nicht gleich drauf los, du musst ja nicht Tab drücken und gleich losschießen. Du kannst ja vorher schauen, worauf du schießt. Und vielleicht noch einmal Tab-Taste drücken. Aber bis dahin ist der Gegner tot. Bei so wenig Schaden, wie ich derzeit mache, eher nicht, ne? Oh. Was mich daran erinnert, mit Level 10 muss ich mir jetzt einen Talentbaum auswählen. Hey. Oh. Und ich sollte mich mal heilen. GZ! So, jetzt kannst du aber. Jetzt kann ich aber, du. Ich sag's da. Vorsicht, Kuh von links. Schatten. Aktivier. Dunkle Zauberwirker, die ihre Gegner mit Hilfe von sinistrer Schattenmagie und schrecklicher Lernmagie auslöschen. Bevorzugte Waffen, Stab, Zauberstab, Dolch oder Streitkolben? Echt jetzt? Für einen Priester? Okay. Schattengestalt. So. Mir ist alles egal, hauptsächlich da freiten. Ich muss jetzt da kurz mal schauen, ob ich mir da was anpassen muss. Schattengestalt. Ihr nehmt eine Schattengestalt an, die euren verursachten Zauberschaden um 10% erhöht. Wo war denn jetzt der Reitlehrer? Da hinten. Ja. Okay. Das finde ich schon mal spannend. Meisterhaftes Schattenweben. Ja. Juhu, und jetzt kannst du hier bei ihr Pferdezüchterin ein Pferdchen kaufen, ne? Bereits bekannt. Und jetzt habe ich auch diese Frostfalle, die ich dann brauche, um Dingens zu bekommen. Sicher sein. Ich nehme ja auch und mal ein Pferdchen. Was für ein Pferdchen? Kastanienbraune Stute. Kann ich mir nicht leisten, ernsthaft? Wie viel fehlt dir? Hallo? 19. Auf dann. Kriegst du von mir, die sponsert dich. No! Dankeschön. Bitte. Ich nehme mein braunes Pferd. Oder mein Schecken. Ich komme. Schicke. Ich nehme den Schecken. Übrigens habe ich zu meinem 20. Geburtstag, also als ich 20 Jahre wurde,
von meinen Freunden zum Geburtstag ein Spielzeugpferd bekommen. Und damals konnte ich es mir einfach nicht leisten, mir ein Pferd hier in-game zu kaufen. Da waren die noch so richtig, richtig teuer. Und da haben die mir quasi ein Pferd gekauft. In-game. No. Und das Spielzeugpferd war nur symbolisch dafür. Wie konntest du... Jetzt bin ich wieder lost. Okay, hast du schon ein Pferd gekauft? Ja. Dann musst du es vielleicht aktivieren. Geh mal in dein Inventar und wenn da irgendwo steht, so Pferd oder Zügel oder weiß der Kuckuck was, klickst du mit der rechten Maustaste drauf, dann lernst du das mehr oder weniger. Ah, genau. Genau, und jetzt drückst du mal Shift und P zusammen. Dann öffnet sich dein Reittiere-Fenster auf. Und dann müsstest du jetzt das Pferd, was du gekauft hast, irgendwo finden in der Liste. Und das ziehst dir das Symbol davon einfach runter irgendwo in die Leiste. Ja. Und wenn du dann mit der rechten Maustaste in der Leiste drauf klickst, dann packst du dein Pferdchen. Oh, du hast auch den Schecken gekauft. Oh. Ja, schön. Yeah. So, komm, wir gehen jetzt deine Quest abgeben. Ja. Yeah. Per Pferdepedes. Pferdepedes? Was ist Pferdepedes? Ja, mal sag mir, wenn man zu Fuß geht, per Pedes. Aber wir gehen ja bei Pferdefüßen zu Pferdefüßen, ne? Ja, okay. Ups. Und wie heißt dein Schecke? Ecke. Okay. Bisher noch hat er noch keinen Namen. Kann man die eigentlich auch umbenennen? Jetzt mal kurz schauen. Nee, kann man nicht. Schade. Ah, okay. Also nur die Begleiter. Ja. Und hast jetzt eigentlich irgendwas bekommen zwecks Begleiterquest? Nee, aber ich habe zumindest jetzt diese Eisfalle, die ich schon mal ausgepackt habe, um ein Tier zu zähmen. Dann werden wir einfach mal zwischen der... Nicht, oder nach dieser Folge, vor der nächsten Folge, das kurz mal googeln, würde ich sagen, wann du denn ein... Begleiter bekommen wirst. Muss ich eigentlich schon bekommen, weil Wildtierkunde habe ich schon. Wahrscheinlich kannst du die ganze Zeit schon einen ziehen, nur du weißt ja. Ja. Und ich habe auch schon die zweite Pfeife für einen zweiten Begleiter. Ja, dann kannst du die, dann warum zähmst du dann nicht einfach irgendwo eins? Ja, weil ich damals im Stream, da habe ich eine Quest dafür bekommen. Ja, aber hast du ja ein Tutorial gespielt. So. Eieiei. Das heißt, ich kann ja eigentlich den Wolf oder irgendwas. Den Bären so zum Beispiel, ja? Versuch mal, ob du den zähmen kannst. Also, ich mache jetzt Wildtierkunde. Aber pass auf, rechts von dir ist eine Kuh. Hallo, Wildtierkunde. Einfach zähmen. Ich heile dich eh. Eiskältefalle. Zähmen, zähmen, zähmen. Ich habe nur... Tierheilen, Tierfüttern. Ah, ich kann das wilde Zähmen noch gar nicht anpacken. Also... Kannst du noch nicht? Nö. Dann tschüss, Bär. Ah, jetzt kann ich's. Stopp, nicht. Nein! Warum konnte ich's jetzt? Er musste wahrscheinlich geschwächt werden. Ah. Okay. I see. Magst du eine Sau? Nein. Ich will eigentlich ein Wölfchen haben oder so. Das fände ich ganz, ganz dufte. Wölfchen, Tiger... Irgend sowas. Okay. Tja. Dann suchen wir dir ein Wölfchen. Ja. Oder da wäre noch ein Bär. Ja. Oder ein Bandit. Nein. Oh, da schießt dir was in den Rücken. Ja. Also, Eisfalle.
Dann einmal antupseln. Ja, wahrscheinlich ein bisschen zähmen. Mehr. Schön machst du das, Tamesis. Ja, Tamesis, die Meisterbärzähmerin. Und jetzt gleich mal hier auf Folgen. Und helfen ist immer gut. Und Tier heilen. Gut. Jetzt hat Tamesis einen Bären. Jetzt kann sie uns einen Bären aufbinden. Ich wollte gerade sagen, Marito hat mir einen Bär aufgebunden. Hey. Das wollte ich gerade sagen. So. Na komm, kleiner Bär, na komm. Was wurde aus dem kleinen Bären? Na, ein großer Bär. Häuptling der Shoshone. Na, da musst du, glaube ich, die Quest noch abgeben, oder? Yep. Mabel, geh mir nicht auf den Keks jetzt. Nimm das. Ja, schönen Tag auch. Unglaublich. Okay. Unglaublichst. Ja, Mai, da kann ich ja eh schon einfach Tiere haben und... Oh. Kuh von links. Warum habe ich jetzt zweimal Tierhallen drin in der Leiste? Wahrscheinlich, weil du es doppelt reingezogen hast. Du kannst es ja einmal rausziehen wieder. It's a strange. Wie geht's? Pastete für Billy. Ich halte es nicht für richtig, dem frechen Jungen, der meine Kette überhaupt erst gestohlen hat, dafür auch noch zu belohnen. Aber wenn es sein muss, damit ich mein Eigentum wiederbekomme, dann soll es so sein. Habt ihr das Eberfleisch? Weiter. Das Fleisch von wilden Ebern ist zwar fade, aber wenn man es lange genug mit den richtigen Gewürzen köcheln lässt, dann wird eine ganz vorzügliche Pastete daraus. Ja, bitteschön. Und wenn ihr Billy die Pastete gebt, dann sagt ihm, ich hoffe, er erstickt daran. Werden die Reisen sicher sein? Wow. Wow. Ja. Die sind diese Steinfels halt. Kuh von rechts. Leute, was sagt ihr da dazu, dass er mich immer disst? Das ist nicht in Ordnung, ne? Ich disse dich nicht. Natürlich disst du mich. Nein. Du bist ein Disser. So. Billy. ich bin am Verhungern. Habt ihr die Pastete für mich? Lecker, diese Pastete. Pastete ist perfekt. Ich glaube, langsam kommt mein Gedächtnis wieder. Ich habe in der Nähe von der Tiefschachtmine gespielt und da habe ich, glaube ich, die Kette von der alten Dame fallen gesehen. Frag mich nicht, wie sie dahin gekommen ist. Ich weiß nicht. Na egal, jedenfalls habe ich diesen großen Kobold gesehen, der hatte einen Goldzahn und der hat die Kette aufgehoben und ist zurück in seinen Bau über der Mine gerannt. Wenn ihr diesen Kobold findet, dann findet ihr auch die Halskette, ehrlich, ich schwör's. Er schwört's also. Ein Schwörer. Was habe ich da jetzt eigentlich Spezialisierung? Warum blinkt das auf? Tierherrschaft. Das machen wir, nachdem wir hier Goldzahn mal Goldzahn untersucht haben. Ja. Aber Vorsicht, neben ihm ist eine Kuh. Ist das so? Es ist so. Wenn du jetzt auf Spezialisierungen drückst, kannst du dich jetzt für eins von den dreien entscheiden, welche Spezialisierung du haben möchtest. Ob du eben ohne Tiere, mit Tiere oder Treffsicherheit. Ja, Tierherrschaft. Ja, dann, the stage is yours, sagt die Uri Geller immer. Absolut. No. Perfekto. Okay, perfekto mobile. Dann bringen wir der alten Schachtel jetzt mal schnell die Kette. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir sogar fertig dann hier im Wald von Elwin. Autschi. Kuh. Autschi. Kann man gar nicht hochreiten. Nein, man kann nicht überall hochreiten.
glaube, ich nehme ein paar Möpse mit. Hallo? Bin mir dessen nicht sicher. Nö. Solange es nur ein paar ist. Hallo, habt ihr meine Halskette gefunden? Oh, ihr habt sie tatsächlich gefunden. Danke, danke, mein Lieber. Hier, nehmt dies. Es hat mein Mann gehört und er sagte immer, dass es Glück brächte, wenn er es doch nur auf seinem letzten Feldzug nicht vergessen hätte. Onkel Steinfels Hosen. Man Aha. sieht sich. Ja. Okay. Gut, wir müssen weiter zur Weststrom-Garnison. Mhm. Was wir natürlich mal... in der nächsten Folge machen. Natürlich, das wollte ich auch gerade sagen. Natürlich. Ja, wolltest du, ne? Also, deswegen. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.